Das heißt, dass ich, wenn ich HIV-positiv bin und durch Medikamente ein Virus nicht nachweisbar ist, dass ich keinen anstecken kann. Nicht nachweisbar, gleich nicht infektiös. Logisch. Nicht nachweisbar ist gleich nicht Übertragbarkeit. Und die Nachweisgrenze ist leider eben variabel von Land zu Land. Oder bei den Studien hat man immer die Nachweisgrenze 200 genommen. Und das ist immer ganz entscheidend zu wissen für die Leute, weil wenn man dann auf dem Zettel stehen hat, 99 oder 56, man ist immer noch unter der Nachweisgrenze. Für mich bedeutet das, juhu, ich kann aufs Kondom verzichten, wenn ich denn möchte. Weil mein Partner, der nicht positiv ist, keine Möglichkeit hat, sich bei mir zu infizieren. Es bedeutet für mich eine große Erleichterung, weil ich ganz große Ängste hatte, meinen Partner anstecken zu können. Da habe ich jahrelang drüber gebrütet und das war dann natürlich die Erleichterung. Hat ein bisschen gedauert. Also ich habe mich eine ganze Zeit lang schwer getan, weil ich bin ja seit 1988 HIV-positiv und ich habe ja noch mitgekriegt den Anfang und schwer um mich herum die Leute sterben sehen. Und ich muss das wirklich erstmal für mich selbst erstmal sacken lassen, ob das wirklich stimmt, ob die da nicht irgendwelche Scheiße erzählen. Inzwischen ist es angekommen und das ist für mich jetzt schon ein freieres Sexleben, finde ich. Das bedeutet eigentlich, dass wir in unserer Beziehung genauso sicher und bewusst wie vorher leben können. Wir sind ein sogenanntes serodifferentes Paar. Das heißt, André ist HIV-positiv und ich bin HIV-negativ und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt 10 Jahre die Debatte verpennt. Und jetzt, wo wir es als Prävention verkaufen können, jetzt ist es total sexy. Also ich erhoffe mir, dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, was es bedeutet. Denn mir ist aufgefallen, dass der Durchschnitt der Menschen immer noch das alte AIDS-Bild mit sich herumträgt. Ich wünsche mir ganz klipp und klar, dass so eine Botschaft plakatiert wird. Dass das genau diese Tatsache medienwirksam verbreitet wird. Ich fange erst jetzt an, das nach draußen zu tragen. Weil mich diese Unwissenheit nervt. Ich möchte, dass diese Botschaft wirklich publik wird. Dass es N auch dann für normal stehen kann. Ich erhoffe mir ein politisches Signal davon. Einige Regierungen oder Gesundheitsorganisationen von Regierungen haben ja diese Kampagne auch schon mit unterschrieben. Da finde ich, ist Deutschland, also es ist Zeit, dass Deutschland das auch tut. Das erwarte ich, das fordere ich auch tatsächlich. Ich glaube, wenn das geschehen ist, dann bekommen wir auch eine breitere Aufmerksamkeit für das Thema. Ich habe zum Beispiel dieses T-Shirt heute fotografiert und als Profilbild bei Facebook gemacht. Wenn das 20, 30, 40, 50 Leute dasselbe T-Shirt Post. Das bewegt schon was. Ich erhoffe mir vor allem dadurch viel mehr Liberalität in unserer Community und nicht mehr ständig davor den Status erklären zu müssen. Ich glaube einfach, dass diese Botschaft noch nicht laut genug erzählt wird und vor allem darf sie meiner Meinung nach nicht nur von HIV-Positiven erzählt werden, sondern gerade von uns HIV-Negativen muss das massiv mit unterstützt werden.